Franken Pedaleur in Kopenhagen, Dänemark, in der Fahrradhauptstadt. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe schon lauter lustige Sachen gehört, was es hier gibt. So Gimmicks wie LED-Leuchten im Boden unten, also an den Fahrradwegen, die an die grüne Welle signalisieren. Oder auch Abfalleimer, die in Fahrtrichtung geneigt sind, dass man seinen Müll während der Fahrt entsorgen kann. Gut, diese Fahrradhighways oder Schnellwege, die ja ziemlich breit sind, dass man da zu dritt teilweise nebeneinander fahren kann. Und was haben sie noch? Parkhäuser für Räder. Was war noch? Ja, eigene Brücken, Fahrradbrücken. Nur für Fahrräder oder vielleicht auch teilweise für Fußgänger, aber auf einer separaten Spur. Also ich bin gespannt. Ich fahre jetzt mal rein und gucke mir das alles an. Ja.왜 그렇게 쳐다보나요? 아무 말도 건네주지 않고 나의 눈을 피하지도 않고 oh, 그대여 왜 그렇게 가까이 와요? 아직 우린 모르는... So, je weiter man in die City kommt, desto voller wird's mit Rädern. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ah, weiter geht's. Gebilde hier zu bedeuten hat, ist mir auch noch nicht ganz klar. Der Weg ins Nichts oder ins Nass. Ich fahre jetzt zu der ersten Fahrradbrücke, die Sykkylslangen, die Fahrradschlange. Da drüben ist die Verlängerung, das ist der eine Teil. Das schaut zwar noch nicht aus wie eine Schlange, aber der andere ist dann hier rechts um die Ecke rum. Und er verbindet halt hier das Hafenbecken eine Seite mit der anderen. Vorher haben die Leute immer einen Umweg fahren müssen über irgendeine Brücke, die ist da hinten. Und jetzt können die Räder hier rüber düsen und das werde ich jetzt auch gleich machen. Da drüben ist es schon und unten drunter kann man Freiwasser schwimmen. Das sind schon hier aktiv, bestimmt Triathleten. Sogar eigene Parkhäuser für Räder. Da fahren die Autos rein und hier die Räder.
So, Rad wird auch zum Pinkeln mitgenommen auf die Toilette. Man kann nie sicher genug sein. Das ist eine neue Fahrradbrücke, die ist noch nicht eröffnet. Aber steht anscheinend kurz bevor. Schaut da ganz schnucklig aus. Under construction. Auf Dänisch ausspricht. Mein Dänisch ist schon so lange zurück. Jedenfalls sehr malerisch, bunte Boote, viele Leute, Haufen Cafés, Restaurants, alles Mögliche. Schaut sehr malerisch aus. Essen. Now all that I live in the world.
Was hier schon mal auffällt, ist, dass der Radweg zwei Bordsteinkanten hat. Einmal rechts zu den Fußgängern, zum Gehsteig, und links noch einmal zur Fahrbahn. Also der ist nicht so wie bei uns, ebenerdig, dass da die Autos seinen Weg kreuzen oder hier auf dem Fahrradweg parken. Nee, die parken schön nebendran und du hast deine eigene Spur störungsfrei. Und alle sind deutlich markiert, also die kann man nicht übersehen. Selbst der Blindeste sieht, dass das ein Radweg ist. So, hier gibt es auch eigene Abbiegespuren für Räder. Ist auch nicht so ganz geläufig bei uns. Und es gibt eigene Fahrradampeln. Fußgänger grün, Radfahrer jetzt grün. Ja, die Autofahrer warten brav. Wunderbar. Oh, der steht aber nicht ordnungsgemäß hier. When I said that I would call you, squeeze you a little bit of love, I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you doing. I didn't want it to leave you down south. When I said that I would call you, squeeze you a little bit of love, I didn't. Die Jungs von der Wache hier sind aber nicht so cool wie die vom Buckingham Palast. Die haben schon immer mal geguckt, wenn ich vorbeigefahren bin, aber die beim Buckingham Palast, die sind da eiskalt. Die waren ein bisschen nervöser hier. Und wahrscheinlich gemeint, ich habe eine Waffe in der Hand. I didn't know you, but I wanted you to stay, and I didn't want to go. I wouldn't take it away from you. No, no, I didn't want to leave you down south. When I said that I would pull you, squeeze you a little bit of love. I didn't want to, but it's good to see you. Tell me how you doing. I didn't want to leave you down south. When I said that I would pull you, squeeze a little bit of love, I didn't want to. Anyway, all the time you wanted to hear it, eyes of seeing it all clear, you seem to be surprised. Remember how we say someday we'll set sail? It took me so much to get to where we are, and right now you are slowing me down, down, slowing me down, down, trying to get up. It's supposed to hold me down. It's different, ambiguous, it may seem. The light shines in the dark, I couldn't see. In the light of day, everything we dream, I didn't know this. It's how you react, it's a kill dream. And everything she was, I
Die rote Flora in Hamburg ist Christiansen in Kopenhagen. Gleich Appetit auf ein Risotto. Die Abfalleimer habe ich schon mal gefunden, allerdings die Bike Lanes mit den LED-Anzeigen habe ich noch nicht gesehen. Ich habe extra einen Polizisten gefragt, der vorhin den Typen da angehalten hat, aber der konnte mir das auch nicht genau sagen. Also das ist vielleicht sogar bloß ein Mythos oder ist noch in Planung, keine Ahnung. Auch interessant an der Kreuzung, vorne ist die Radfahrer zuerst los, die kriegen zuerst grün und dann die Autos. Ja, die Radfahrer kriegen zuerst grün, Autos müssen noch warten. So gehört sich das, so gefällt mir das. Bitte lernen, der Rush Hour der Radfahrer. So, zwei Tage in Kopenhagen gehen zu Ende. Frank Peterlö fährt jetzt wieder heim. War sehr, sehr schön. Ein paar Dinge habe ich auch gelernt. Und zwar gibt man hier spezielle Handzeichen. Wenn man anhalten will, dann muss man so die Hand heben. Nicht zu verwechseln mit einem früheren Gruß. Und ja, Abbiegehinweise natürlich geben und ja, immer nach hinten gucken, rechts fahren und
immer schön über die Schulter schauen. Also das sind so die grundlegenden Basics, die man hier braucht. Macht auch jeder. Und ja, ansonsten ein paar Sachen habe ich nicht gefunden. Diese LED-Anzeigen in den Radwegen, die einem da die grüne Welle signalisieren. Okay, weiß nicht, wo die sind. Der Polizist hat es auch nicht gewusst. Wenn es der schon nicht weiß, ja, wer dann? Und dann gibt es wohl auch so Servicestationen so zum Aufpumpen. Habe ich auch nirgendwo eine gesehen. Keine Ahnung, wo die waren. Aber das ist ja auch nicht das Wichtigste. Die schönen Ecken von Kopenhagen habe ich gesehen. Ich hoffe, das kommt dann auch im Film rüber. Und ich bin jetzt da mit den ersten Berufstätigen nach draußen gefahren, in die Außenbezirke. Biege jetzt auch gleich mal hier irgendwo eine Seitenstraße ab, das Navi mault schon dauernd. Und ja, ansonsten war es echt cool. Wetter hat auch gut mitgespielt, kein Regen. Ein bisschen windig war es mal heute, ein bisschen kälter wie gestern, obwohl es eigentlich heute besser sein sollte. Aber so ist es halt mit dem Wetterbericht. Wem es gefallen hat, der kann mir einen Daumen hoch geben. Wer es scheiße fand, Daumen runter. Und wer mehr von dem Mist sehen will, kann den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich biege jetzt hier ab.